Hallihallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Shiny Gold X Lasso Challenge. Und ich bin wieder zurück, ich bin aus dem Urlaub wieder da und ihr musstet ja auch schon ein bisschen länger warten für ein neues Video. Es tut mir leid, letzte Woche Mittwoch kam ja das letzte Video. Das lag ganz einfach daran, weil ich halt nicht mehr vorproduziert habe. Ich habe es nicht geschafft, mehr zu produzieren, aber ich habe euch das ja gesagt, dass ihr mit dem Risiko leben müsst, dass da vielleicht dann irgendwann kein Video mehr kommt, weil ich halt das nicht schaffe von der Vorproduktion her. Nichtsdestotrotz, Thumbs up zu jedem, der das überlebt hat. Thumbs up zu jedem, der jetzt gewartet hat auf den neuen Part. Und ich habe auch während des Urlaubs eure Kommentare gelesen. Ich konnte jetzt nicht zu allem antworten, weil ich finde das immer bei der YouTube-App auf dem Handy. Es ist so unglaublich kompliziert, einfach auf Kommentare auch einzugehen. Vor allem, weil mein Handy, ich merke das schon so ein bisschen, wird immer ein bisschen leistungsschwächer. Und dann merke ich, wenn ich auf einen Kommentar klicke oder so, dann geht so Tastatur hoch, verschwindet aber wieder und dann, ach, das ist halt nervig. Ich habe das jetzt ein bisschen aber versucht zu regulieren. Ich habe auch ein paar Leuten von euch geantwortet, wie zum Beispiel diesen Keks. Mir ist der Name, dein genauer Name ist mir jetzt entfallen. Du heißt auf jeden Fall irgendwas mit Keks. Entschuldigung. Aber zum Beispiel ihm habe ich halt geantwortet und ja, bin bereit auch, falls du das jetzt hier siehst, bevor du meinen Kommentar vielleicht liest oder so, bin auch bereit, irgendwie mal mit dir zu quatschen oder so. Keine Sorge, du brauchst doch nicht Angst haben, irgendwie zu fragen. Wir können das gerne machen. Außerdem, ich weiß, ich bin schon 1,5 Minuten jetzt hier schon am Labern und ihr wolltet wahrscheinlich Pokémon-Gameplay sehen, aber jetzt müsst ihr kurz euch nochmal gedulden, es ist viel passiert. Die 2 Wochen waren sehr, sehr erholsam in Italien, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit meiner Familie dort zu sein. Dort ist zwar etwas passiert, was ich in meinem Privatleben so ein bisschen angeknackst spüre, darauf möchte ich jetzt aber nicht weiter eingehen, das hat hier jetzt eigentlich nichts verloren. Die Person weiß auf jeden Fall, dass ich die meine. Das geht jetzt schon seit etwas längerem so und das hat sich im Urlaub dann auch so durchgezogen, aber ich lass mich jetzt, was auf YouTube und so weiter angeht, davon natürlich nie unterkriegen und so weiter, ist scheißegal. Ich wollte auf jeden Fall euch sagen, dass ich sehr, sehr erholsame 2 Wochen hatte in Italien und dass ich mich bedanke für alle eure, wie nennt man das, Zurufe, dass ich einen schönen Urlaub haben soll. Weil es gab viele von euch, die mir geschrieben haben, ich wünsche dir einen schönen Urlaub und so weiter. Ich wollte mich nochmal für alle von euch dafür bedanken. Vielen herzlichen Dank, hat mir viel bedeutet. Und ja, wie gesagt, ich bin wieder da. Nach fast einer Woche. Was mir, wie gesagt, leid tut. Aber ich habe euch ja gesagt, dass ihr damit vielleicht rechnen müsst, dass ich es nicht schaffe, die Videos halt komplett, also dass ich es nicht schaffe, die 2 Wochen komplett hochzuladen. Vor allem, weil ich davor ja noch eine halbe Woche voraus aufnehmen musste. Ich denke mal, ihr habt das alle überlebt. So. Und ich weiß gar nicht mehr, ich weiß überhaupt nicht mehr, null, wo wir hier stehen geblieben sind. Ich habe nur irgendwas im Hinterkopf, dass wir Jens schon besiegt haben. Wo wir jetzt genau sind, weiß ich aber nicht. Ich weiß nicht mal, ob wir überhaupt schon bei Ampharos waren, beim Leuchtturm da. Wobei, doch, müssten wir eigentlich sein, oder? Weil ich doch Part irgendwas mit Nepomuk gemacht habe. Oh Gott, wir sind Mahagonia City. Hä? Was mache ich denn in Mahagonia City? Ich pack mal Klumpen. Nein, nicht surfen. Nee. Ich pack mal Klumpen nach vorne. Ach, stimmt. Ich habe die Route da oben geklärt. Was wollte ich jetzt eigentlich nochmal machen? Habe ich Fliegen? Nee, kann ich gar nicht haben. Oder habe ich. Nee, hab ich nicht. Das bedeutet, ich darf jetzt hier einfach zurücklatschen oder was? Ach Gottchen, das ist ja auch sehr schön. Weißt du, man kommt wieder aus dem Urlaub, weißt du, schön ausgeruht und alles Mögliche, kommst dann wieder und musst dann hier wieder direkt arbeiten, weil du jetzt wieder eine halbe Weltreise machen musst. Jetzt bin ich mir halt wirklich nicht sicher, waren wir schon bei Ampharos? Waren wir überhaupt schon in Anemonia City? Oh Gott, Fragen über Fragen. Ich krieg mich nicht ein. Habe ich hier schon einen Pokémon gefangen? Oh nein, nein. Habe ich hier schon ein Pokémon gefangen? Oh Gott, ich weiß es nicht. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass ich jetzt einfach mal fliehe. Fangen werde ich es nicht, falls ich hier doch schon Pokémon gefangen habe. Falls ich hier noch nichts gefangen habe, dann würde ich sagen, RIP. Scheiße. Ja, das ist auch so etwas, was mich jetzt wahrscheinlich ein bisschen stören wird, weil ich jetzt... Warum habe ich ein Fahrrad? Was? It's not the right time to... bla bla bla. Ich habe mir das Fahrrad nicht abgeholt von Ducatia City. Boah, was bin ich für ein Klappspaten. Ich habe mir das Fahrrad echt nicht abgeholt. Ach du Scheiße, ich weiß echt nicht mehr, wo ich hier stehen geblieben bin. Oh, ich glaube, die Ratlosigkeit, die steht mir gerade irgendwie im Gesicht geschrieben. Weil ich echt nicht genau weiß, wo ich noch hin muss. Also ich kann mich erinnern, dass wir beim Leuchtturm schon waren. Ob wir jetzt bei Ampharos waren, sei mal dahingestellt. Keine Ahnung.
Aber ich kann mich erinnern, dass wir eine Folge hatten, wo ich Nepomuk so ein bisschen erklärt habe, wo ich sogar gegoogelt habe oder so nach Nepomuk. Habe ich vielleicht die Geheimmedizin? Who knows? Who knows? Die müsste ja hier drin sein. Nein, habe ich nicht. Ich guck mal ganz kurz euch schon mal am Voraus war. Oh Gott, ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich so, Marcel, was tust du eigentlich? Natürlich war ich bei Amphoros. Ich war auch schon in Anemonia City. Oder, nee, da war ich noch nicht. Aber, doch klar, ich war schon in Anemonia City. Ja, natürlich. Ich müsste jetzt eigentlich in diesem Part den Kampfarena-Leiter herausfordern. Und klatschen. Weil ich habe ja seine Arena auch schon gemacht. Jetzt so langsam kommen wieder die ganzen Vorurlaubs-Gedanken wieder aus mir raus. Natürlich. Und da habe ich mir halt gedacht, zum Training und zum Completen mache ich einfach mal die Route, die sich dort auf der rechten Seite bei Mahogonia City befand, oben. Natürlich. Habe ich ja eigentlich schon gegen jeden Trainer gekämpft. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ja, sonst würde ich da nicht die Route bei Mahogonia City anschlagen. Genau, da war ich hier oben und habe so gemerkt, hä? Suicune nicht da, Eugene kommt nicht. Okay, ja, so langsam kommen wieder die Erinnerungen. Ich meine, heute müsste ich dann eigentlich den Kampfarena-Leiter machen. Ich muss einfach mal sagen, machen wir jetzt heute einfach mal, ne? Ich meine, was anderes kann ich ja eh nicht machen. Ich hätte vielleicht trainieren können oder so, weil ich glaube, der hat ein Pokémon für 30 mit Quappo. Aber, wer weiß. Soll ich das wirklich jetzt schon anschlagen? Ein Razzaf und ein Quappo. So, er fängt mit dem Razzaf halt an. Da könnte ich vielleicht sogar besser mit Kate arbeiten. Vielleicht sogar besser mit Kate arbeiten. So, Kate einfach mal, keine Ahnung, Poison Powder raus. Was war nochmal Hidden Power bei Kate? Oh Gott. Was war Hidden Power nochmal? Also dann einfach, ich würde dann sagen, ich packe einfach mal Poison Powder raus. Und setze dann Konfusion einfach rein. Weil ich meine, die Kampfattacken sind sowieso vierfach resistent. Oder sind halt vierfach resistent gegen Kate. Deswegen sollte ich mir da eigentlich keine so großen Gedanken machen. Hauptsache, ich bin nicht so blöd und setze Radikal ein oder so. Wenn ich Radikal, also Naga, einsetzen sollte. Ohohoho. Meine Freunde, das wäre nicht gut. So, da würde ich mal sagen, Hallihallöchen, Pupöchen. Moin, moin. Sorry about my niece. She just moved to the island and is not used to making friends. But you're here for a gym battle, right? Warte mal. Wie geht das mal? Waluigi. Wah, ah, ah, ah. Wah, ah. So. Oh Gott. Wow, 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 wow. Mir ist aufgefallen, als ich meinen Computer angeschaltet habe vor einer Stunde, ne, nach den zwei Wochen. Ich glaube, mein Computer ist langsamer geworden. Wenn ich jetzt Google Chrome öffne und einen neuen Tab irgendwie öffne oder so, der braucht irgendwie lange, ist mir aufgefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gravierend ist, aber ich muss das mal irgendwie im Auge behalten. Egal, ich hoffe, das stört hier jetzt nicht allzu doll. So you've come this far. Let me tell you, I'm tough. My Pokémon will crush stones and shatter bones. Ha! Welch Literat. Ich sollte das lieber nicht sagen. Watch this! Ah! Ah! There! Scared now, are you? What? It has nothing to do with Pokémon? Okay, that's true. Come on, we shall do battle! Ich sollte unbedingt Stimmbetoner werden. Das ist einfach, das liegt mir im Blut. So, Razzaf, willkommen. Oh nee, mir fällt gerade ein, Razzaf kann doch bestimmt Gesteinsattacken, oder? Razzaf kann doch bestimmt Felsgrab oder so. Alter, wir sind hier in fucking normal Pokémon. Ja, das ist alles möglich. Ich glaube, der hat Gesteinsattacken. Das fällt mir jetzt gerade ein, das will ich nicht beginnen. Kannst du bitte aufhören zu laggen, PC, Mann? Das ist fucking dritte Gen Pokémon, Mann. Wenn mein Nintendo das schon lagfrei hinkriegt oder sogar mein Game Boy Advance das fucking nochmal lagfrei hinkriegt, wieso sollte das mein scheiß Prozessor dann nicht schaffen, selbst wenn es emuliert ist, Mann? So, genug ausgekotzt. Ah, oh, soll ich Bertha einsetzen? Ui, ich weiß ja nicht. Ui. Ich könnte Bertha einsetzen, indem so richtig auf den Sack geht. Wie wär's damit? Ich glaube, der hat Gesteinsattacken. Wenn er jetzt keine Gesteinsattacke einsetzt, dann. Willst du mich rollen? Setz mal Sand Attack ein. Damit ich gleich wieder zu Kate wechseln kann. Ready Chop. Gut, mit dem Crit hätte es mich jetzt umgebracht. Shit. Ho, 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 ho.
Ja, ich glaube, das Razzaf hat, oh, Attack Mist, sehr nice. Okay, Poison Powder. Jetzt musst du treffen, Cage-chan. Bitte treff. Yes, 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 yes. So kenne ich Kate. Sehr gut, sehr gut. Zuverlässig wie eh und je. Okay. Jetzt haben wir das Pokémon schon mal vergiftet, weil ich weiß nicht, wie viel Konfusion macht. Willst du mich verarschen, Alter? Du hast einen fucking Full Heal? Hyperheiler? Hallo? Wieso hab ich das nicht? Alter, wenn diese Lexen werden. Critical Hit! Oh my goodness! Jetzt heilt er sich, das ist in Ordnung. Das soll er lieber bei Razzaf einsetzen als bei Quappo. Es tut mir wirklich leid für die Lags. Ich habe keine Ahnung. Ich brauche einen besseren PC nach dem Urlaub. Ich glaube, mein PC hatte selber Urlaub gemacht. Das kann natürlich auch gute Möglichkeit sein. Alter, diese Hacks! Fucking Kate, Alter! Holy shit, Mann! Oh my goodness! Ah, schade. Das trifft sie nicht selber. Das wäre, glaube ich, mal zu viel gewesen. Ich glaube, mein PC hat selber Urlaub gemacht, habe ich so das Gefühl. Und es ist jetzt noch nicht ganz so auf Betriebsklima, mein PC. Wobei, der lief heute schon auf 80 Grad, weil ich ein Game gespielt habe. Aber der ist noch nicht so ganz wieder zurück im Benutzungsfieber. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, da ist er noch nicht so ganz zurück und deswegen ist er so ein bisschen am Rumlängen. So, Sayu, ne? It's your time to shine. Ich wurde natürlich schon wieder bei Steam in irgendeine Scam-Gruppe eingeladen. Ey, ohne Witz. Warte mal, bevor ich jetzt das Quappo angreife, ja, ich sage euch das mal ganz schnell. Ich werde in letzter Zeit, seit über 2 Monaten fast, in solche Scam-CSGO-Skin-Gruppen reingeballert, wo nur so 2 oder 1 Mitglied drin ist. Ich werde eingeladen von jemandem, der nicht mal Mitglied da drin ist. Und ich kam aus dem Urlaub zurück und ich habe auf Steam 45 Einladungen gekriegt zu diesen Scam-CSGO-Seiten. Gruppen sind ja keine Seiten. Dann steht da Free $10 till $50 CSGO Case Skins und so. Schon seit über 2 Monaten. Es geht mir auf den Piss. Ich werd die ganze Zeit eingeladen von denen, ey. Leck mir am Arsch. Reflect, Alter. Hör auf mit Hypnose, mein Freund. Ich meine das ernst. Ich kann auch Kung Fu. Ja. Alter, diese Hexen sind heute in diesem Part unglaublich, dass ich mal sagen kann, dass ich ein bisschen Glück habe in Pokémon. Das ist ein Damage, der mir nicht gefällt. Aber das war bei Sayu irgendwie klar. Das Wesen stimmt irgendwie nicht wirklich. Es gab eine minimale Unterbrechung, vielleicht hat man das ja an meinem Hund gehört. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Warte mal. Genau. Sayu's Damage, oder? War ich da stehen geblieben? Ich glaube schon. Sayu's Damage. Blödes Wesen. Rasierblatt, was auch nicht mehr so wirklich reinhaut. Und allgemein einfach die Werte von Sayu. Ich brauche einen Megane. Ich brauche einen Tank. Alter, Wuchtschlag. Nein, Sayu, Mist. Willst du mich verarschen? Mindreader. Oh nein. Willensleser. Und dann kommt Wuchtschlag und trifft. Ich müsste wechseln. Am besten zu Kate, weil Kate ja eine 4-fache Resistenz gegen Kampfattacken hat. Willens... Alter, was ist das für eine fucking hässliche Kombo, Junge? Surf, surf, was? Hä? Hä? Was ist das für ein Play gewesen? Können wir das mal jemand erklären? Was zur Hölle? Setzt Willensleser ein? Um natürlich eigentlich um Dynamic Punch natürlich einsetzen zu können. Ich verstehe die Strat. Nein. Natürlich. Critical Hit auch noch. Ich glaube auch ohne Crit hätte es gereicht. Sayu. Ciao, Bella. Oh, shit. Okay, das ist jetzt uncool. Ich hätte gerne den Reflektor nochmal rausgeballert. Sayu down. Mein Starter ist jetzt down. Mein zweites Pokémon, was im Projekt gestorben ist. Mist. Was machen wir jetzt? Shit. Surfer macht gegen Kate echt guten Schaden. Ich muss King Cobra eigentlich einsetzen. Woher hat King Cobra... Headbutt, ne? Wenn mir alles täuscht. Genau. Ich muss irgendwas einsetzen, was halt resistent gegen Kampfattacken ist und vielleicht so einen Surfer ganz gut tanken kann. Das ist nicht leicht, wenn mein halbes Team anknackst ist. Der Bedroher! Der Bedroher, natürlich! Oh, ich hab das voll vergessen. Shit! Alter, wie das am Längen ist. Wäre ich früher auf den Bedroher gekommen? Oh, flincht auch noch. Wie geil ist das denn bitte? Ah, oh, Mindreader, aber ich bin schneller. Gut, dass ich schneller bin. Gut, dass ich schneller bin, Alter. Holy Mother of God. Und wir haben den Kampf überlebt. Das wäre ein Crit gewesen. Kannst du ein bisschen schneller machen?
Holy shit. Okay, gefährlicher Kampf. Ein Pokémon verloren. Aber wir haben den Orden. Aber wir haben den Orden. How about that? You're worthy of Storm Badge. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Auch wenn der Kampf vielleicht nicht so glimpflich lief, aber wir haben unser Bestes ja gegeben, das kann man ja sagen. Ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Ich glaube, ich hätte nicht sagen dürfen, dass ich ein Meganie brauche. Ich glaube, dann wäre Sayo nicht gestorben. Ich glaube, das liegt daran. Halt, wie sagt Wolverus immer so gerne? Calling! Storm Badge makes all... Ja, bis Level 70. Als ob ich meine Pokémon jetzt bis Level 70 trainiere. Was sind das für komische Werte? So ein Fliegen kann ich jetzt einsetzen, richtig? Das bekomme ich ja gleich von deiner Frau, wenn wir alles täuschen. Das müsste, glaube ich, Power... Nee, Wuchtschlag natürlich. Power Punch kriegst du ja hier nicht. Das war woanders. So, jetzt haben wir Wuchtschlag. Und ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ach, guck mal, da ist wieder die Knees. I wanted to say I'm sorry for being so rude. It's just that I didn't want to see my uncle lose. But I have learned that there are already always better trainers. And we must keep on training to be the best. You know what? I like your style. That's why I decided to keep an eye on you. You may call me whenever you need me. I will go to heal my Pokémon and start my journey. Good luck to you, Marcel. Nice. By the way, my name is Amelia. Nice to meet you. Ah, ist mir auch eine Ehre, dich kennenzulernen, Amelia. Upsala, ich dachte gerade... Ich kriege immer so einen halben Schock, wenn ich auf die R-Taste komme, Alter. Weil ich dann immer denke, irgendwie mein Emulator ist abgestürzt oder so, wegen diesem Bluescreen, der da kommt. So, du gibst mir jetzt Fliegen. Cross is here to get here. Ja, genau, ich habe jetzt, ich habe dir dein Mann müsste das, glaube ich, sein, besiegt. Teach fly to a Pokémon, you will be able to fly instantly. My husband lost to you, genau. Ja, du bist, okay, du bist die Frau. Sehr gut. Kurz ins Pokémon-Center reingehen, kurz Sayu begraben, beerdigen. Und dann mal schauen, was wir vielleicht sogar als Ersatz-Pokémon reinballern können. Schon mal, was ich dann zum nächsten Part trainieren muss. Das ist natürlich sehr schade. Move-Pokémon. Himmel. Oh, Nebulak. Ich hätte so gerne einen Gengar. Oh Mann. Sayu, warte mal. Hä? Man kann hier nicht die Items aufsammeln. Boah, man muss das wirklich außen machen. Okay, Sayu, die Beerdigung hat sich ein bisschen verschoben. Ich habe dich gerade noch mal ganz schnell aus deinem Grab rausgenommen, weil ich mal ganz kurz etwas noch von dir abnehmen muss. Du stirbst mir nicht mit der Wundersaat in deiner Hand, ja? So, Move Pokémon. Himmel, direkt aufs Neue. Ich weiß nicht, wieso mein Emulator leckt. Tut mir wirklich leid. Move Pokémon. So, Sayu, Mensch, Sayu. Mein Starter... Ein bisschen blöd gelaufen mit dem Spitznamen, eigentlich einen weiblichen Namen zu einem männlichen gegeben, einfach nur, weil ich halt gedacht habe, Endivir sieht halt relativ weiblich aus und deswegen gibt es einen weiblichen Namen, obwohl es halt männlich war. Bisschen, ja, komm, das kann mal passieren. Du hast auf jeden Fall sehr gute Arbeit geleistet, auch wenn dein Wesen nicht so doll war und dein Movepool auch nicht so unbedingt, aber du warst halt ein Supporter-Pokémon. Ich bedanke mich für deine Arbeit und wir sehen uns dann vielleicht in einem anderen Projekt wieder. So. Schauen wir nochmal an, was wir uns hier reinsnacken können. Wir haben ja... Gut, Käferflug, Gift, Boden, Wasser, Flug normal, normal. So, was können wir uns denn jetzt reinballern? Also Pflanzen-Pokémon haben wir nicht zur Auswahl. Das ist natürlich sehr blöd. Wir haben hier ein Elektro-Pokémon, was ich... Ich glaube, ich nehme Elektro-Pokémon, ganz ehrlich. Weil, ich habe euch das ja schon mal erklärt gehabt. Also ich würde ich jetzt zum Beispiel einen normalen Playthrough machen von Pokémon, würde ich halt lieber ein Elektro-Pokémon nehmen als ein Pflanzen-Pokémon. Ich habe das nämlich schon mal erklärt gehabt in Blaze Black 2, zumindest in der Nuzlocke-Challenge. Elektro macht halt genau gegen dieselben Pokémon sehr effektiven Schaden wie bei Pflanze, außer halt Gestein. Aber da habe ich dann immer meistens Wasser-Pokémon im Team, um das halt auszugleichen. Und Elektro-Pokémon können sogar gegen Flug sehr effektiv machen, was Pflanze nicht kann. Deswegen finde ich, sind die Elektro-Pokémon die besseren Pflanzen-Pokémon. Muss ich sagen, vom Typ zumindest her. Und deswegen würde ich sogar sagen, nämlich nicht Vati ins Team, tut mir leid, Anne, sondern das Magnetilo Mike. Ich nehme Mike Magnetilo rein. Ganz einfach. Mike von der Monster AG nämlich ins Team. Ja, wie gesagt, einfach nur, weil halt Elektro-Pokémon die besseren Pflanzen-Pokémon sind in meinen Augen. Wobei, es ist einfach so. Vom Typ zumindest her. Und deswegen nehme ich den ins Team. Und der ist auch noch vom Typ Stahl, was ultra cool ist. Ein Magneton hätte ich wohl gerne in so einem Projekt hier. Calm Nature, weiß ich jetzt gerade nicht mehr wirklich, was es war. Aber ey, ganz ehrlich, damit kann man doch arbeiten, oder nicht? Ich würde sagen, damit kann man arbeiten. Und ich würde dann auch mal ehrlich gesagt sagen, dass ich dann zum nächsten Part Mike dann hochtrainiere. Beziehungsweise unser Team so ein wenig nochmal hochbooste. Alle vielleicht so ein Level höher oder so. Und Mike dann auf das Team
Steam-Niveau. Und dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Party gefallen hat, würde mich darum auch freuen zu supporten. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Das wäre dann morgen, denn der Versus Run muss wieder kurzzeitig pausiert werden. Aber mehrere Informationen gibt es dann im nächsten Part. Leute, macht's gut. Tschüss, Kostjankowski und bye bye.